Hallo, ein Student hatte mich gefragt, ob ich mir mal rasch die Lösung von dieser Aufgabe hier anschauen kann. Die Aufgabe 64 zum Superpositionsprinzip. Da geht es um diese Schaltung hier mit diesen drei Widerständen und insgesamt vier Quellen. Und was man jetzt eben macht beim Superpositionsverfahren, ist immer nur eine dieser Quellen einschalten, die anderen Quellen ausschalten und dann schauen, was da Schönes passiert. Also, wir lassen nur die Quelle UQ1 an. Aus der Quelle UQ2 und der Quelle UQ3, die ja mal irgendwo hier drüben war, wird ein Kurzschluss. Aus der Stromquelle wird ein Leerlauf. Die Spannungsquellen werden eben zu einem Kurzschluss. Und ich zeichne jetzt nochmal, weil die Lösung, die hier schon steht für den Strom I2, das ist der Strom I2, den wir hier suchen, oder hier unten der durch den Widerstand R2 fließt, die ist leider falsch. Zeichne ich die Schaltung noch mal so ein bisschen um, dass man vielleicht ein bisschen besser sieht, was hier passiert. Also, wir haben die Spannungsquelle und dann können wir sehen, von der Spannungsquelle UQ1 kann der Strom eben einmal über den Widerstand R1 fließen oder kann erstmal über den Widerstand R1 fließen. Und ich zeichne jetzt mal die Widerstände alle so hin, dass die hier nur von oben nach unten zeigen, so dass man dann am Ende besser erkennt, was zu wem in Reihe und parallel ist. Und dann gibt es hier an diesem Punkt so eine Aufteilung und dann kann der Strom einmal über R3 fließen und einmal über den Widerstand R2 und kommt wieder hier unten bei der Quelle an. Also hier teilt sich das Ganze auf und der Strom kann einmal über R2 fließen und einmal über den Widerstand R3 und kommt dann wieder unten an der Quelle an. Und ich muss immer mal schauen, dass ich hier nicht in mein Kamerabild reinzeichne. Und wir suchen jetzt eben diesen Strom hier, den Strom I2. Und jetzt kann man sich überlegen, wie macht man das oder warum ist diese Lösung hier falsch? Also hier oben, das wäre einfach so, wie wenn der Widerstand R2 und der Widerstand R1 einfach in Reihe geschaltet sind, aber zu dem Widerstand R2 sieht man ja, ist noch der Widerstand R3 parallel. Also brauchen wir jetzt, ich scroll mal ein bisschen hoch, wir brauchen jetzt erstmal diesen Gesamtstrom hier und dann müssen wir noch einmal die Stromteilerregel anwenden, um den Strom I2 rauszubekommen. Also bekommen wir das I2 von der Quelle UQ1 getrieben, erstmal so groß ist wie UQ1 durch den Gesamtwiderstand der Schaltung und das sieht man hier ist R1 plus R2 parallel zu R3 und dann brauchen wir noch eine Stromteilerregel und die sagt, wir brauchen den Widerstand im anderen Zweig geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes hier und das ist die Lösung. Und dann die Quelle UQ1 zeigt nach unten. Ich gucke nochmal in die Originalschaltung. Ach so, und der Strom halt, der Strom I2, den wir suchen, der zeigt hier in die andere Richtung eigentlich. Also wir suchen den Strom I2. Jetzt muss ich mal hier so ein bisschen rüber zeichnen. Das ist hier so ein bisschen ungünstig. Also wir suchen eigentlich den Strom in die andere Richtung. Und dann steht hier natürlich noch ein Minus davor. So, okay, dann machen wir das gleiche nochmal und schalten nur UQ2 an. Hier ist natürlich diese Verbindung jetzt falsch, weil aus der Stromquelle, die dort mal ja oben war, hier wird immer noch ein Leerlauf. Und ansonsten ist dann die Schaltung aber die gleiche. Interessanterweise ist hier die Schaltung jetzt richtig umgezeichnet, ne? Aber die Quelle zeigt hier in die falsche Richtung. Die sollte hier nach oben zeigen. Und dann suchen wir aber eben auch immer noch den Strom I2, der dann nach oben fließt. Das ist der Strom, den wir suchen. Und dann sieht das hier so ganz richtig aus. Also hier hat jetzt sich der Student noch eine Spannung überlegt. Das ist immer schlau, wenn man diese Spannung hier einzeichnet. Und ich würde die jetzt auch nicht notwendigerweise UR2 parallel R3 nennen, sondern vielleicht einfach U23, weil es ein bisschen kürzer ist von der Notation. Aber ansonsten kann man hier schauen, okay, R2 und R3 sind parallel geschaltet. Dann kann man die zusammenfassen. Dann kann man hier eine Spannungsteilerregel drauf anwenden. Das könnte man hier vielleicht auch alles ein bisschen kompakter schreiben, indem man sagt, das, was hier steht, ist ja eigentlich R23 oder diese Parallelschaltung, die wir hier vorher oben hatten. Ich nenne die hier mal auch noch mal rasch
R2, 3. MathematikerInnen und IngenieurInnen sind ja notorisch schreibfaul. Da kann man und immer schauen, und in der Prüfung meinetwegen hat man ja auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, wie man das möglichst kompakt, aber trotzdem mathematisch korrekt aufschreibt. So, und dann kann man das so ausrechnen und dann entsprechend auch den Strom bestimmen, und dann passt das hier. Boah, das Einzige, was hier jetzt in der Formel noch fehlt beim Abschreiben, ist das UQ2 von hier. Ne? Das müssen wir noch irgendwie da einsetzen. Sonst kommt da ja auch keine Spannung raus für den Strom. Und also, auch wenn man das nicht so richtig erkennt, das ja an der Stelle, damit ist jetzt der Strom gemeint. Okay, das sollte soweit passen. Da können wir mal irgendwie so ein Häkchen dran machen. Und dann haben wir jetzt die gleiche Schaltung nochmal mit der Spannungsquelle UQ3. Und auch hier zeichne ich die jetzt nochmal so ein bisschen um, weil das, was hier steht, auch leider wieder falsch ist. Also ich zeichne die Schaltung mal so um, dass wir UQ3 auf dieser Seite hier haben. Wieder der Schaltung, also so, dass die Quelle halt links ist. So, und dann können wir schauen. Also von der Quelle kann doch der Strom erstmal fließen über den Widerstand R3. Und dann gibt es hier wieder eine Aufteilung, einen Knotenpunkt, und dann kann der Strom einmal fließen über den Widerstand R1, kommt zurück zur Quelle, oder er kann über den Widerstand R2 fließen und kommt zurück zur Quelle. Also der Widerstand R1 und der Widerstand R2 in dieser Schaltung hier, die sind tatsächlich parallel geschaltet, auch wenn man das denen jetzt vielleicht nicht so ansieht, aber über den fällt ja die gleiche Spannung ab. Ne? Die Spannung von hier nach hier ist die gleiche Spannung wie von hier nach hier. So, also hier teilt sich das Ganze auf, und dann haben wir R1 parallel zum Widerstand R2, und hier unten ist das wieder verbunden, und jetzt muss ich mal hier so ein bisschen unorthodox drüber zeichnen und sagen, okay, das ist es jetzt, und die Quelle UQ3, ich schaue noch mal kurz hoch in die Originalschaltung, also die Quelle UQ3 und der Spannungsfall von R2, die zeigen in die gleiche Richtung. Also das heißt, den Strom R2, den wir hier suchen, der ist eigentlich hier wieder umgedreht. Ja, wir suchen den Strom I2, der hier nach links oder nach oben wegfließt, und das heißt, der fließt hier auch nach oben. Das ist der Strom I2, den wir suchen. Also der fließt in Richtung dieses Knotenpunktes, wo R1 und R3 noch angeschlossen sind, hier an dieser Stelle. Und in diesem Sinne kann man jetzt eben wieder genau das Gleiche machen wie vorhin schon. Wir können halt sagen, diesen Strom I2, den bekommen wir raus erstmal aus einem Minus, weil die Quelle ja einen Strom in die andere Richtung treibt. Und wir rechnen jetzt erstmal diesen Gesamtstrom hier oben raus. Der ist wieder UQ3 geteilt durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung. Das ist R3 plus R1. Parallel R2. Und dann brauchen wir noch wieder eine Stromteilerregel, und die sagt uns den Widerstand im anderen Kreis, im anderen Zweig geteilt durch den Gesamtwiderstand dieses Maschenumlaufes. Der Widerstand im anderen Zweig ist R1, der Gesamtmaschenumlauf ist R1 plus R2. Dann kommt das dafür raus. Und das hier unten würde ja jetzt annehmen, dass nur R2 und R3 in Reihe geschaltet sind, dass die Parallelschaltung von dem Widerstand R1 zum Widerstand R2 fehlt. So, und dann gibt es noch die letzte Quelle, die Stromquelle IQ. Die ist jetzt dann natürlich hier so angeschlossen. Und auch hier lohnt es sich wieder, die Schaltung einmal umzuzeichnen. Und ich zeichne das wieder so, dass die Quelle auf der linken Seite ist. Und mal diesen Strom IQ nach oben treibt, und dann können wir sehen, okay, der Strom kann erstmal hier an diesem Knotenpunkt über den Widerstand R1 fließen und ist schon wieder zurück bei der Quelle. Also zeichne ich mal hin, der Strom kann über den Widerstand R1 fließen und ist wieder zurück bei der Quelle angekommen. Das wäre dieser Pfad hier. Dann kann der Strom hier hinten rum fließen und über den Widerstand R2 fließen und kommt auch wieder bei der Quelle an. Das war R1. Und genauso kann der Strom über den Widerstand R2 fließen
und kommt auch wieder an der anderen Seite der Quelle an. Und genauso kann der, also dieser Zweig jetzt hier mit R2, das ist dieser Maschenumlauf hier unten. Und genauso kann der Strom jetzt auch an diesem Knotenpunkt sich aufteilen, an diesem Knotenpunkt sich hier eben hier weiterfließen Richtung R3, über den Widerstand R3 fließen und kommt auch wieder bei der Quelle an. Also diese Schaltung, die so ein bisschen konfus aussieht, und das war auch eine Frage des Studenten, warum fließt der Strom überhaupt über den Widerstand R3? Der Widerstand R3 ist doch kurzgeschlossen. Nee, ist der Widerstand R3 ist nicht kurzgeschlossen. Es gibt keine, also über den Widerstand R1 kann eine Spannung abfallen, hier kann eine Spannung abfallen, hier kann eine Spannung abfallen. Es gibt keine, also der Widerstand R3 wäre kurzgeschlossen, wenn ich jetzt hier eine Verbindung zum Beispiel einzeichnen würde, aber da ist ja keine Verbindung. Ne, dieser Kurzschluss hier hinten schließt nicht den Widerstand kurz, der verbindet ja die Quelle mit dem Widerstand. Also ist das hier hinten der Widerstand R3 und wir suchen immer noch den Strom, der so in diese Richtung fließt, also in Richtung des Strompfeiles, also hier nach unten, das ist der Strom I2. So, und den kann man jetzt natürlich auch mit einer Stromteilerregel ausrechnen und kann sagen, ups, I2 ergibt sich aus dem Strom IQ mal. Ja, und jetzt brauchen wir eben den Widerstand im anderen Zweig. Ich ergänze mal noch rasch hier die Lötpunkte. Der Widerstand in dem anderen Zweig wäre die Parallelschaltung von R1 und R3. Und der Gesamtwiderstand in diesem Umlauf wäre dann eben, okay, dieses R1 parallel R3 und dann plus den Widerstand R2. Und dann sollte das so von der Richtung, ich schaue noch mal kurz hoch auf die Originalschaltung, genau, dann sollte das von der Richtung her so passen, wie ich das gerade aufgeschrieben habe. So, und das heißt, das hier ist leider auch falsch, weil das ja ignoriert, dass es hier noch den Widerstand R1 gibt. Also das wäre ja einfach so, der gesamte Strom der Quelle fließt halt hier lang, teilt sich auf R2 und R3 auf und überhaupt gar kein Strom fließt von der Quelle hier oben durch den Widerstand. Also die Formel würde gelten, wenn ich das hier an der Stelle irgendwie auftrennen würde. Aber für diese Schaltung ist die auf jeden Fall falsch. So, und dann kommt noch schlussendlich die Superposition, das heißt die Summe aller Ströme. Da jetzt ja hier keine Werte gegeben sind und man das rein analytisch machen muss, müsste man jetzt eben noch schauen, dass man diese Formel hier und diese Formel hier und diese Formel hier, eigentlich die hier drüben, und die Formel, die hier oben steht, dass man die halt einfach alle hintereinander schreibt und addiert. Und da das ja alles so ein bisschen fiese Brüche sind, muss man natürlich, wenn man die Brüche addieren will, die Brüche vorher gleichnamig machen. Wenn man das jetzt mal alles immer ausrechnet und diese ganzen Parallelschaltungen da immer einsetzt, so im Sinne von, wie hier die Parallelschaltung ausgerechnet wurde, von daher ist die Form, die hier steht, schon durchaus ganz hilfreich, dann stellt man fest, dass die ganzen Ausdrücke, so wie sie hier stehen, dass man die tatsächlich relativ einfach auf den gleichen Nenner bringen kann und dass man die am Ende zu einer sehr kompakten Ergebnisformel zusammenfassen kann, die ja aber auch in der Ergebniskontrolle vom Übungsheft steht, deswegen die ich die jetzt hier nicht nochmal hinschreibe. So, und ich hoffe, das erklärt jetzt diese Aufgabe recht nett, warum die Formeln so sind, wie sie so sind und warum jetzt zum Beispiel der Widerstand R3 in dieser Schaltung nicht kurzgeschlossen ist in dem einen oder anderen Fall oder wie man, indem man sich die Schaltung so umzeichnet, dass, so wie wir das gewohnt sind, die Quelle immer links ist, die ganzen Widerstände immer rechts, Ströme nur von oben nach unten fließen, man doch viel schöner erkennt, was hier zu wem in Reihe oder hier eben was zu wem parallel, respektive in Reihe und zueinander parallel und so geschaltet ist. Und das viel einfacher macht als in diesen teilweise doch recht diffusen Originalschaltungen hier, wo man da ein bisschen intensiver drauf schauen muss, um das zu erkennen.